liebe Gäste, herzlich willkommen am ITAS, am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Und auch herzlich willkommen bei Technik Kontrovers. Schön, dass Sie alle hierher gekommen sind heute Abend. Zu Beginn noch kurz zwei organisatorische Hinweise. Wir machen Filmaufnahmen und auch Fotos. Und wegen der Filmaufnahmen würden wir Sie auch bitten, Ihre Handys jetzt auf lautlos zu stellen. Heute Abend findet bereits zum 10. Mal Technik Kontrovers statt. Wir feiern also ein kleines Jubiläum. Zu dem Zweck haben wir auch draußen im Eingangsbereich eine kleine Ausstellung gemacht. Vielleicht haben Sie die schon gesehen beim Hereinkommen. Ansonsten haben Sie auch später noch Zeit, dort die Berichte über die vorhergegangenen Veranstaltungen anzuschauen und die vorherigen Poster. Wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Technik-Kontrovers-Veranstaltung? Ja, das sind doch ein paar, aber wir kriegen jedes Mal wieder viele neue Besucher. Da freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal da sind, eine kleine Einführung, was jetzt in den nächsten 90 Minuten so auf Sie zukommen wird. Bei Technik Kontrovers stellen wir Ihnen Themen vor, die hier am ITAS beforscht werden, zu denen hier am ITAS gearbeitet wird. Wir stellen Ihnen diese Themen aber nicht nur vor, sondern wir wollen gerne auch mit Ihnen darüber diskutieren, und zwar gerne auch kontrovers, wie der Titel unserer Veranstaltungsreihe eben auch schon sagt. Zu diesem Zweck haben wir auch drei Mitarbeiter unseres Instituts wieder für diesen Abend gewinnen können. Die werden zuerst Ihnen etwas präsentieren und anschließend mit Ihnen diskutieren. Ich möchte Sie Ihnen gerne kurz vorstellen. Wir haben Raffaela Hillerbrand. Sie ist promovierte Physikerin und Philosophin und seit 2016 Professorin am KIT für Technikethik und Wissenschaftsphilosophie und forscht hier unter anderem zum Umgang mit Unsicherheiten und Risiko. Dann haben wir Christian Büscher, er ist promovierter Soziologe und ist seit 2006 am ITAS. Er arbeitet hier in Projekten zur Risikoforschung und zu Energiefragen. Als dritte haben wir noch Constanze Scherz. Sie ist studierte Sozialwissenschaftlerin, ist seit 2005 am ITAS und seit letztem Jahr stellvertretende Institutsleiterin. Und bevor sie ins ITAS gekommen ist, war sie für 3 Jahre am TAP, das ist das Büro für Technikfolgenabschätzung am Bundestag. Und über ihre Arbeit dort wird sie uns heute unter anderem auch berichten. Aus dem, was unsere Vortragenden hier machen, können Sie schon ein bisschen erahnen, um was es heute Abend gehen wird. Natürlich haben Sie auch unser Poster schon gesehen, unser vorheriges offizielles Poster zu dieser Veranstaltung. Darauf steht Wissenschaft, Wahrheit, Wissenschaft, Wahrheit. Es wird also darum gehen, was für eine Art von Wissen die Wissenschaft uns liefert, wie sehr wir diesem Wissen vertrauen können und vor allem auch darum, wie wir damit umgehen, wenn uns die Wissenschaft zu einem bestimmten Thema oder zu bestimmten Fragen widersprüchliche Antworten liefert. Warum haben wir genau dieses Thema ausgewählt? Naja, weil es ja die Jubiläumsveranstaltung ist, haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal die vorhergegangenen Themen an und schauen, was haben die eigentlich gemeinsam. Da haben wir zum Beispiel, was essen wir morgen? Sehen Sie da rechts nicht ganz. Wir haben Stadtzukünfte. Die letzte Veranstaltung ging zum autonomen Fahren. Das sind alles Themen, die sich mit Entwicklungen beschäftigen, die noch in der Zukunft liegen. Jetzt sind wir aber das Institut für Technikfolgenabschätzung. Wenn wir also über autonomes Fahren reden, dann geht es da nicht darum, ein autonomes Auto hier zu konstruieren, sondern wir fragen uns, was hat es eigentlich für Konsequenzen, wenn wir autonome Autos auf den Straßen zulassen? Oder was hat es eigentlich für Auswirkungen, wenn wir immer weiter vernetzt sind? Wie wollen wir da als Gesellschaft darauf reagieren? Und das Wissen, das wir dazu versuchen, uns hier anzueignen, was wir hier erforschen, das machen wir natürlich nicht nur für uns selber, sondern die Idee ist dabei auch oft, andere damit zu beraten und zu Entscheidungsfindungen beizutragen. Der Adressat dabei ist natürlich oft die Politik, aber auch in Ihrem persönlichen Leben kann es zu vergleichbaren Situationen in jeder alltäglichen Situation kommen. Viele von Ihnen trinken zum Beispiel sicherlich gerne Kaffee.
Jetzt gibt es jedes Jahr hunderte neue wissenschaftliche Studien zum Kaffeekonsum und deren Auswirkungen auf Ihre Gesundheit. Und die Ergebnisse dieser Studien sind völlig konträr. Jetzt stellt sich für uns die Frage, die wir heute auch mit Ihnen diskutieren wollen, wie kommen Sie denn in so einer Situation zu einer Entscheidung? Wenn die eine Studie sagt, Kaffee trinken, das ist ganz, ganz schlecht, die andere sagt, Kaffee trinken ist völlig unbedenklich für Ihre Gesundheit, wem glauben Sie dann? Wo kriegen Sie Ihr Vertrauen in eine der möglichen Entscheidungen? Zum Schluss meiner Einführung noch ein kleines anderes Beispiel, wie Sie konkret mit so einer Situation in Berührung kommen können. Vor 2,5 Wochen ungefähr gab es einen Bürgerentscheid in München zu der Frage, sind Sie dafür, dass der Block 2 in einem Steinkohlekraftwerk des Heizkraftwerks Nord bis spätestens 31.12.2022 stillgelegt wird. Ursprünglich war geplant, dass dieses Steinkohlekraftwerk 2035 stillgelegt wird. Jetzt ist zu diesem Bürgerentscheid den Bürgern in München ein Beiblatt gegeben worden, auf dem sowohl für Ja als auch für Nein wissenschaftlich fundierte Argumentationen ausgeführt wurden. Und die Bürger sollten jetzt entscheiden, wollen wir das nicht. Jetzt für Sie als erste Frage zum Test wollte ich eigentlich nur wissen, für wen von Ihnen wäre diese Frage an sich jetzt schon genug Informationen, um eine Entscheidung zu finden. Ob jetzt ja oder nein, ist es erstmal irrelevant. Für wen von Ihnen, wer wüsste jetzt schon eine Entscheidung? Ein paar Zögerliche sind sich schon einig. Gut, wir kommen darauf später einfach nochmal zurück. Jetzt aber erstmal zu unserer ersten Referentin, Frau Raffaela Hillerbrand, zum Thema Unsicherheit von wissenschaftlichem Wissen. Ja, gut, super. Ja, Unsicherheit, Unsicherheit der Zukunft, Unsicherheit, was unsere Entscheidungen in der Zukunft bewirken, ist ja das verbindende Element der vergangenen Technikkontrovers-Veranstaltungen. Und diese Unsicherheiten stellen ja erstmal eine Herausforderung an die Fachwissenschaftler, an die Klimatologin, an die Toxikologin, an die Immunologin, wenn es darum geht, diese Unsicherheiten ja am besten quantitativ zu erfassen und somit der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum dann technikreflexive Disziplinen? Sie wissen von Paul, ich bin Philosophin. Warum ausgerechnet bei so einem komplexen und schwer fassbaren Thema wie Unsicherheiten dann noch so etwas wenig Handfestes, wenig Konkretes wie die Philosophie? Eine vorläufige Antwort auf die Frage gibt der Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell. Der nächste Herr gibt keine Antworten. Und zwar formuliert er die Wissenschaft, verstanden als English Sciences, geht darum, was wir wissen, und Philosophie geht darum, was wir nicht wissen. Das heißt, Ungewissheit, Unsicherheit ist genau der Berührungspunkt, an dem sich die Fachwissenschaften, Naturwissenschaften, Sciences mit der Philosophie berühren. Und die Philosophie kann hoffentlich oder will zumindest als Entscheidungstheorie Anleitungen geben, wie man mit Unsicherheiten umgehen kann und auch ein gewisses begriffliches Werkzeug an die Hand geben, wie man Unsicherheiten klassifizieren kann. Und Unsicherheiten stellen uns alle, aber gerade die Politik vor große Herausforderungen, gerade dann, wenn sie auf wissenschaftliche Aussagen rekurrieren wollen, wie in der Umweltpolitik, aber auch bei der Zulassung von Medikamenten. Und wir haben in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten 15, 20 Jahren, hier großartige Erfolge zu verbuchen. Nicht wir, aber die Politik, wie sie mit Unsicherheiten umgeht. Vor 30 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, war es undenkbar, dass Wissenschaft in Form von Wahrscheinlichkeitsaussagen Eingang findet in politische Entscheidungsprozess, aber wir haben gerade auch durch die Debatte um die Kernenergie nun vermehrt, dass Wissenschaft, dass Politiker auch Wahrscheinlichkeitsaussagen rezipieren und die Wahrscheinlichkeiten ernst nehmen, bei der Zulassung von Medikamenten bis hin zur Diskussion über den Treibhauseffekt. Diese positive Bewegung wird im Moment counterbalanciert von dem, was ich hier Trump-Effekt nennen möchte. Und zwar Trump-Effekt, der Effekt, dass jüngst Wissenschaft als eine Meinung unter vielen degradiert wird.
Und dieser ja, Krieg von Trump gegen die Wissenschaften wird dadurch erleichtert, dass wissenschaftliche Aussagen unsicher sind und damit sich nur allzu leicht wegwischen können, weil naja, die Scientific Community ist sich ja sowieso nicht einig. Also hier in dem Zitat hier sehr plakativ nochmal von ihm formuliert über den Treibhauseffekt, well, climate change, it is a hoax, I think the scientists are having a lot of fun. Naja, sicher sind sie sich ja sowieso nicht und diskutieren da mit ihren 90% und 95% Wahrscheinlichkeiten und machen da halt ein Spiel draus. Aber dabei gilt, wissenschaftliche Aussagen sind nicht deswegen, nicht wissenschaftlich, trotzdem sie unsicher sind, sondern sie sind wissenschaftlich, weil sie unsicher sind. Ich kann von Klimamodellen nicht den gleichen Exaktheitsanspruch verlangen, wie von den Newtonschen Gravitationsgesetzen. Die Vorhersage über das Klima der nächsten 100 Jahre ist notwendigerweise unsicher. Und es ist wissenschaftlich, weil es unsicher ist. Und deswegen Wissenschaft zu diskreditieren, wegen dieser Unsicherheit, ist sehr gefährlich, denn wir holen damit die wissenschaftliche Methode von Grund aus auf. So, aber nicht nur den Politiker, der mit wissenschaftlichen Aussagen umgehen muss und auch nicht die Privatperson, die schaut, was sind die Studien über Kaffee beispielsweise, kann ich ihn trinken, soll ich ihn trinken, welchen Kaffee. Wir sind immer, wenn wir eine Entscheidung treffen, mit Unsicherheiten konfrontiert. Wie wird das Wetter morgen? Wird es genug Schnee haben, damit ich im Februar nach Österreich in den Urlaub fahren kann? Wie soll ich meine Ersparnisse anlegen? Auf welche Schule soll ich meine Kinder schicken? Und genau hier möchte die Philosophie hoffentlich einen, kann die Philosophie hoffentlich einen Beitrag leisten, wenn es darum geht, wie ich mit solchen Unsicherheiten umgehen kann. Denn diese Entscheidung unter Unsicherheit wird noch erschwert, wenn es nicht um meine eigenen Kinder und deren Schule geht und nicht um meine eigenen Ersparnisse, sondern wenn es um die Gesellschaft als Ganzes geht. Ja? Müssen wir auf die Klimaerwärmung reagieren? Wie müssen wir darauf reagieren? Sollen wir all renewable gehen, allein auf Erneuerbare setzen, mit der Gefahr, mit der unsicheren Gefahr großskaliger Stromausfälle? Oder sollen wir wieder in die Kernenergie einsteigen? Das ist eine CO2-freie Energieumwandlungsmethode, mit all den Risiken, die das bietet. Nukleare Katastrophe, Endlager und so weiter. Und das sind nicht nur Fragen darum, was wiegt nun schwerer auf einer ethischen, moralischen Skala, der nukleare Supergau oder der Stromausfall, sondern es sind auch Fragen, wie gehe ich mit den Unsicherheiten all dieser möglichen Katastrophen um. Nun haben wir seit den 50er Jahren, eigentlich seit Beginn der Diskussion um die zivile Nutzung der Kernenergie, eine Professionalisierung des Umgangs mit Unsicherheit, mit Risiken in allen möglichen Fächern, erst getrieben durch die Technikwissenschaften, und dann zunehmend Beginn der 60er, schon Anfang der 50er Jahre durch die Sozialwissenschaften. Aber dann seit den 90er Jahren beteiligen sich auch die Geisteswissenschaften vorangehend, die Philosophie an diesem Diskurs. Und wir haben unglaubliche theoretische, aber auch praktische Errungenschaften im Umgang mit Unsicherheit und Risiko. Aber trotzdem steht, wie man es dreht oder wendet, nach wie vor die Menschheit wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn es um unsichere Entscheidungen geht. Wir sind paralysiert und können keine Entscheidungen treffen im Anblick dieser Unsicherheiten, die wir nicht vermeiden können. Und nur ein Beispiel des Treibhauseffektes hierzu. Seit zumindest Ende der 70er Jahre ist die ungefähre Vorhersage der erwarteten Temperaturänderung unverändert. Aber trotzdem diskutieren wir noch drüber und ergreifen keine Aktion. Wir diskutieren darüber, ob es 90% oder 95% sicher ist, dass der größte Beitrag zu dieser Erwärmung anthropogenen Ursprungs ist, also durch Menschen verursacht. Und diese Unsicherheit wird von Leuten im Trump-Lager, das natürlich sehr breit ist und auch auf dieser Seite des Atlantiks zu finden ist, als Grund für Nichthandeln genommen. Wir scheinen uns irgendwie eine Sackgasse manövriert zu haben, wenn es um den Umgang mit Unsicherheiten geht. Also wir wissen mehr als jede andere Generation zuvor über die Zukunft. Die Technikfolgenabschätzung befasst sich zentral mit zukünftigen, mit den Auswirkungen auf die Zukunft gegenwärtig technischen Handels. Wir haben in Karlsruhe ein ganzes Fraunhofer-Institut zur Vorzeit, bei dem es genau über die Vorhersage der Zukunft geht. Aber wir sind wie gelähmt und paralysiert. Und die Frage ist nun, wie kann man mit Unsicherheiten umgehen? Und eine mögliche Art, mit Unsicherheiten umzugehen, kennen Sie sicher, das ist die Risikominimierung. Minimiere das Risiko deiner Handlungen. Da
scheint jetzt erstmal eine rationale Handlungsanweisung zu sein, wenn es darum geht, den Sicherheitsgurt im Auto anzulegen oder in einen Hedgefonds zu investieren. Aber es ist ein essentieller Unterschied dazwischen, ob ich über individuelles Risiko rede oder über gesellschaftliches Risiko. Wir haben ganz unterschiedliches individuelles Risikoverhalten. Der eine ist risikoavers und der andere sehr risikofreudig und frönt einer riskanten Sportart wie Sportklettern. Aber wenn wir Entscheidungen zum Beispiel für die zukünftige Energieversorgung treffen, dann können wir dieses individuelle Risikoverhalten nicht mehr mit berücksichtigen. Wir treffen Entscheidungen für die jetzt Lebenden, aber auch für die zukünftigen Generationen. Und wenn wir Schaden auf andere abwälzen, wenn wir Schaden anderen zumuten, ist das nicht nur eine Frage über Unsicherheit, sondern es ist auch immer auch eine ethische Frage. Und diese ethischen Fragen sind zentral mit den Unsicherheiten verwoben und das macht das Ganze so schwierig, also auch aus der akademischen Sicht. Und es stellt sich die Frage, ist in Anbetracht dieser ethischen Probleme, dass wir Schaden auf andere abwälzen, auch wirklich Risikominimierung die adäquate, die rationale Herangehensweise? Risiko ist definiert als gemittelter Schaden, Schaden, den wir im Durchschnitt zu erwarten haben. Aber der Schaden kann ganz unterschiedlich verteilt sein auf verschiedene Gesellschaftsmitglieder. Mein anderes Beispiel, nicht nur die Kernenergie und der Treibhauseffekt, sondern ein Onshore-Windpark. Diejenigen, die in der unmittelbaren Umgebung wohnen, müssen viel mehr Lasten tragen, zum Beispiel die Lärmbelastung. Während hingegen die ganze Gesellschaft, die weiter weg wohnen, nur von den positiven Aspekten, einer relativ billigen und auch einer relativ stabilen und vor allem einer sauberen Energieversorgung profitieren. Ist das ein Problem? Naja, vielleicht nicht. Vielleicht müssen einige wenige einfach größere Risiken in Kauf nehmen für das Wohl aller, für das Wohl der Allgemeinheit. Und viele Leute, die sich für TA, für Technikfolgenabschätzung interessieren und viele, die heute Abend hier sind, sind vielleicht unter dem Begriff des Nerds einzuordnen. Deswegen habe ich hier ein Beispiel aus Star Trek, das das Ganze sehr schön veranschaulicht. Sie erinnern sich vielleicht an den Tod von Spock in einer des alten Star Trek-Folgen. Und Spock sagt in diesem Moment genau das hier: The needs of the many outweigh the needs of the one. Also die Bedürfnisse der vielen wiegen die Bedürfnisse des Individuums auf. So, warum habe ich jetzt Spock gewählt? Nicht nur, weil alle nerdig sind, sondern weil Spock ja doch als Vertreter einer sehr rationalen Spezies gilt. Also ist es vielleicht wirklich so, dass der rationale Ansatz, um mit Risiko umzugehen, Risikominimierung ist. Vorsicht, die Star Trek-Situation ist in einem essentiellen Punkt viel einfacher. Spock geht mit großer Sicherheit davon aus, dass er sein Ziel mit seinem Tod auch wirklich erreicht. Das heißt, die Unsicherheit, die wir mit realen, lebensweltlichen Entscheidungen immer haben, ist hier nicht so zentral. Aber was genau heißt denn jetzt eigentlich Unsicherheit? Wenn wir Risiko als gemittelten Schaden bezeichnen, dann machen wir damit immer von dem mathematischen Konzept der Wahrscheinlichkeiten Gebrauch. Gemittelter Schaden ist nichts anderes als Schaden mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Und nun, wenn es darum geht, ob ein bestimmtes Ventil in der Kühlanlage des Kernkraftwerks über die nächsten 10 Jahre ausfällt, kann ich eine verlässliche Wahrscheinlichkeitsangabe dem zuordnen. Und damit kann ich auch eine verlässliche Wahrscheinlichkeitsangabe für diese Art des nuklearen Reaktorunfalls angeben. Aber wie sieht es mit einem nuklearen Endlager aus? Wie sieht es über eine Zeitspanne von nukleares Endlager, zum Beispiel in einer Gesteinsformation? Wie sieht es damit aus, dass diese Gesteinsformation über die folgenden 24.000 Jahre stabil bleibt? Die Halbwertszeit von einem Plutoniumisotop. Wie sieht es mit 1 Million Jahre aus? Das ist die Zeitspanne, die die deutsche Bundesregierung fordert, dass ein nukleares Endlager sicher ist. Ich kann keine verlässlichen Wahrscheinlichkeitsangaben über solche großen Zeitskalen angeben. Und in der Philosophie, in der Technikfolgenabschätzung, in technikreflexiven Disziplinen wird so eine Entscheidungssituation als Entscheidung unter Unsicherheit bezeichnet. Während wir bei Risiko noch alle Wahrscheinlichkeiten zuordnen können,
können wir das bei Unsicherheit nicht zu allen möglichen Entscheidungsausgängen. Vielleicht abstrakt. Sie haben vielleicht wie ich in der Schule was über Wahrscheinlichkeiten gelernt mit Hilfe von Urnen. Und wir haben ja auch eine Urne. Und das Äquivalent der Entscheidung unter Risiko wäre jetzt das Folgende. Ich frage Sie, Sie werden gefragt, welche Farbe hat die folgende Kugel, die gezogen werden? Und Sie sagen, naja, da muss ich erstmal was über das System wissen, über meine Urne. Das heißt, ich beginne ein Experiment zu machen und ziehe Kugeln. Ja, und ich habe... mache das länger, als ich das jetzt hier gemacht habe, und ich bestimme die relative Häufigkeit, dass ich eine weiße Kugel ziehe. Und diese relative Häufigkeit gibt mir eine Schätzung meiner Wahrscheinlichkeit. Zweiter Fall, eine sehr ähnliche Situation, Sie haben wieder eine Urne, aber jetzt sind die Spielregeln andere. Sie werden wieder gefragt, was die folgende Zug einer Kugel ist, aber Sie dürfen kein Experiment mehr machen. Sie sind sofort in der lebenswelten Realsituation. Sozusagen das Kugelziehen wäre das Äquivalent zur Freisetzung des eines Schadstoffes. Also was machen Sie? Naja, Sie können sich überlegen, ich habe ähnliche Urnen schon mal gesehen in der Vergangenheit. Oder wer stellt mir die Frage, ein Quizmaster im Fernsehen oder eine Philosophieprofessorin bei so einer Technik-Kontroversveranstaltung? Sie können irgendwelche Überlegungen anstellen, Wahrscheinlichkeitsangaben angeben, aber was Sie nicht haben, ist eine Wahrscheinlichkeitsschätzung in Form einer relativen Häufigkeit. Das ist Entscheidung unter Unsicherheit. Jetzt haben wir noch eine dritte Situation. Ähnlich wie bei Unsicherheit dürfen Sie kein Experiment machen. Sie sind sofort in die realweltliche Entscheidungssituation geschmissen. Und Sie machen das Experiment, das realweltliche Experiment, ziehen die Kugel, lassen den Schadstoff frei, ziehe eine schwarze Kugel, eine weiße, und auf einmal, hoppla, habe ich hier eine Kuh, eine schwarz-weiße Kuh, eine Holzkuh. Ja. Und das ist das, was wir in der Technik, das ist eine Technikfolgenabschätzung, in der Philosophie, in der Entscheidungstheorie, als Entscheidung unter Ignorance, im Deutschen Ungewissheit bezeichnet wird. Und diese Entscheidung unter Ungewissheit, unter Ignorance, machen es besonders knifflig, denn ich kann natürlich erst im Nachhinein sagen, dass ich mich in einer solchen Entscheidungssituation befunden habe. Und die Technikgeschichte ist voll von solchen Beispielen. Also beispielsweise die Markteinführung von FCKWs als exzellentes Kühlmittel, als inertes Gas. Inertes Gas heißt, gibt einfach an, es ist sehr wenig reaktiv. Ja? Es war schwierig vorauszusehen, es war nicht vorausgesehen, dass es diese ozonschädigende Wirkung entwickeln wird. So. Das heißt, wir sind mit drei grob klassifizierten Entscheidungssituationen konfrontiert. Entscheidung unter Risiko, unter Unsicherheit, unter Ungewissheit. Und nur für Entscheidung unter Risiko ist Risikominimierung überhaupt anwendbar, ohne Zusatzannahmen. Glücklicherweise haben wir noch ein völlig diametral entgegengestelltes Entscheidungskriterium, das sogenannte Vorsorgeprinzip. Anstelle uns auf den gemittelten Schaden zu fokussieren, geht es hier nur um den, in der einen Lesart, um den schlechtestmöglichen Ausgang, um das Worst-Case-Szenario, das wir uns denken können, das wir ermitteln können. Und dieses gilt es unbedingt zu vermeiden. Und das Vorsorgeprinzip wird jetzt oftmals mit EU-Politik assoziiert, während hingegen die Risikominimierung, gerade wenn es um Einführung von neuen Lebensmitteln geht, neue Schadstoffen und so weiter, mit Politik im US-amerikanischen Kontext. Und wenn wir uns die Details von TTIP anschauen, also die Vertragsentwürfe, oder die unterschiedlichen Reaktionen auf GMOs, die unterschiedlichen Zulassungsverfahren, genetisch modifizierte Pflanzen und Organismen, dann scheint das im Groben auch zu stimmen, diese holzschnittartige Charakterisierung. EU rekurriert stärker aufs Vorsorgeprinzip, während hingegen die USA stärker auf Risikominimierung setzen. In jedem Detail ist das natürlich nicht so. Schauen Sie die Glyphosat-Debatte momentan an, da haben wir natürlich auch Risikominimierungsansätze in der EU. Schauen Sie sich die Reaktionen der USA auf 9/11 an, da haben wir natürlich auch Vorsorgeansätze. Aber im Groben und Ganzen, gerade was Medikamentenzulassungen angeht und Zulassung von Schadstoffen, trifft diese holzschnittartige Charakterisierung gut zu. Jetzt haben wir zwei Extreme kennengelernt, wie wir mit Unsicherheiten und Ungewissheiten umgehen können. Und zwischen diesen Extremen haben wir noch sehr, sehr viele differenzierte
ein ganzes Spektrum an Entscheidungskriterien. Beispielsweise können wir mit den Unsicherheiten in den Wahrscheinlichkeitsaussagen so umgehen, dass wir sogenannte Higher Order Probabilities hinzunehmen. Wir ordnen ganz grob und plakativ gesprochen unserer Wahrscheinlichkeitsfunktion noch selber eine Wahrscheinlichkeit zu, wie verlässlich, wie wir jetzt unsere Wahrscheinlichkeitsaussage nehmen und so weiter. Es gibt die verschiedensten Entscheidungsansätze. Aber was wichtig ist, ich muss mir immer erst im Klaren sein, wie ist die Natur meiner Unsicherheit? Welche Unsicherheiten liefern mir eigentlich meine naturwissenschaftlichen Ergebnisse, um mich dann für ein Entscheidungskriterium zu entscheiden? Weil wann diese anwendbar sind, sagt mir keins dieser Kriterien. Das heißt, es genügt nicht, nur Informationen über die prognostizierte Erderwärmung zu haben. Wir müssen auch immer noch Wissen über die damit einhergehenden Unsicherheiten haben, über die Ungewissheiten, die Verlässlichkeit der Aussagen. Das heißt, wissenschaftliche Aussagen sind nicht nur die Prognosen, die wir immer hören, sondern auch das Wissen um ihre Verlässlichkeiten. Und im Idealfall ist diese Verlässlichkeit quantifiziert mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen. Im Regelfall ist sie das nicht. Das sind qualitative Aussagen, die in den Wissenschaften drinstecken. Was habe ich? Ich dachte schon, ich hätte mich irgendwie versprochen. Und GMOs und FCKWs verwechselt, aber das ist gut. Das ist unter Unsicherheit. Aber genau dieses Wissen, die Verlässlichkeit wissenschaftlicher Aussagen, kann ich ja negativ formulieren als ich kann nicht mehr weiterklicken. Entschuldigung. So, genau. Ist ja nichts anderes, als wenn ich es negativ formuliere, die Unsicherheit wissenschaftlicher Aussagen. Und das ist gerade heute ein besonders dringliches Wissen, denn ich halte für ebenso gefährlich, wie was ich Trump-Effekt nannte für die Wissenschaft, etwas, was ich jetzt Anti-Trump-Effekt nennen möchte, sehr plakativ. Und damit meine ich ein unreflektiertes Rezipieren wissenschaftlicher Aussagen, so wie sie dann oftmals den Weg in die Massenmedien finden und wie wir alle uns auch informieren müssen über die Wissenschaften. Ich habe das hier mit dem Logo eines Blogs hinterlegt, den ich durchaus sehr schätze und auch nicht diskreditieren möchte. Er bietet, denke ich, eine gewisse Art der Wissenschaftskommunikation, die wichtig ist, aber die sich, glaube ich, zu wenig auch das Gefahrenpotenzial ist bewusst ist, das mit ihr verbunden ist. Gefahrenpotenzial, warum nun gefährlich? Eben weil die Unsicherheiten, die zu den wissenschaftlichen Aussagen gehören, im Allgemeinen hier nicht mitkommuniziert werden. Mackenzie fand schon in den 90er Jahren, dass diejenigen, die nicht wirklich mit Technik und Wissenschaft nicht in der Technik und wissenschaftlichen Forschung direkt involviert sind, aber in der unmittelbaren Nachbarschaft sitzen, zum Beispiel in einem Unternehmen, das Research and Development macht, die mittleren und die oberen Management-Ebenen, dass diese die Unsicherheiten am niedrigsten einschätzen. Wir haben hier die Wissenschaftler, die vielleicht quantifiziert eine bestimmte Meinung über die Unwissenheit ihrer Aussagen haben. Wir haben hier die breite Öffentlichkeit, die in der Regel, und nicht in allen Fällen, aber in der Regel diese Unsicherheiten viel höher einschätzt. Und dann haben wir diejenigen, die im mittleren Management, im höheren Management sitzen, eigentlich nicht Forschung machen, aber forschungsnah sind. Und die sitzen in einem Tal der Sicherheit. Die schätzen die Unsicherheiten in der Regel sehr, sehr niedrig ein. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur im Unternehmen, sondern allgemein für die Wissenschaftsforschung. Und hier sitzen im Tal der Sicherheit, in diesem vermeintlichen Tal der Sicherheit, alle, die Wissenschaft rezipieren, die Politiker, aber auch wir, die technikreflexive Disziplinen, inklusive den Technikphilosophen. Und damit komme ich zurück zu meinem anfänglichen Plädoyer. Wir müssen uns stärker mit den Wissenschaften und nicht nur mit deren Vorhersagen auseinandersetzen, sondern mit den Unsicherheiten, damit notwendigerweise auch mit den Methoden wissenschaftlicher Forschung, um wirklich rational mit den wissenschaftlichen Ergebnissen umgehen zu können. Und damit bedanke ich mich für Ihr Zuhören. Ja, ganz vielen Dank für diese Einordnung von Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit. Jetzt kommen wir von der Philosophie zur Soziologie und wir wollen jetzt versuchen herauszufinden, wie wir trotz dieses unsicheren und vielleicht sogar ungewissen Wissens zu Entscheidungen kommen können. Dafür Christian Büschel. Thank you.
Ja, guten Abend. Hören Sie mich? Ich will das direkt anschließen und vielleicht auch etwas dagegen halten. Wir sitzen wie die Kaninchen vor der Schlange. Das würde bedeuten, wir tun nichts. Das stimmt ja gar nicht. Wir tun ja sehr viel, bloß wir tun Schädliches, sehr viel Schädliches. Wir konsumieren viel, wir reisen viel, wir tun alles Dinge, die nicht gut sind für die Erderwärmung. Das ist das Problem. Also warum wird nicht getan, was getan werden muss? Das ist die eigentliche Frage, die wir uns immer wieder stellen. Die Fakten liegen vielleicht auf dem Tisch, aber es geht nicht voran. Dazu jetzt ein paar kleine soziologische Ansichten. Und ich wollte noch vorweg schicken, das Thema ist ja autologisch, ne? Ein bisschen Selbstreferenz. Sie müssen sich jetzt darauf verlassen, dass das, was wir hier präsentieren, auch wirklich gültiges Wissen ist, dass Sie da was mit anfangen können. Und Sie müssen auch entscheiden, zum Beispiel, ob Sie beim nächsten Mal wiederkommen oder nicht. Und wir kennen ja alle die Norm des rationalen Wahlhandelns, die uns da sagt, wenn wir gut und richtig entscheiden sollen und wollen, müssen wir uns über unsere Präferenzen im Klaren sein, Informationen sammeln und dann aussuchen, was das Richtige ist. Das Problem ist nur, wie Nils Bohnsen hervorgehoben hat, Informationen sind gar nicht das Problem, die liegen offensichtlich vor. Aber oftmals wird diesen Informationen gar nicht vertraut oder es ist keine Zuversicht in der Informationslage. Und die Unsicherheit kann durch Informationen, durch Wissen alleine gar nicht absorbiert werden. Offensichtlich braucht es da etwas mehr zu. Es braucht eine Art von sozialer Absicherung, soziale Arrangements, die es uns erlauben, Wissen, was uns dargeboten wird, also Behauptungen auch als wahr zu nehmen. Und dahinter liegt eigentlich eins der fundamentalsten sozialen Mechanismen, die ich meist kenne, von zwei Organisationssoziologen in den 60er Jahren relativ lapidar dahingeschrieben und gar nicht weiter ausgeführt. Aber wenn man sich vorstellt, was unseren Alltag eigentlich ausmacht, dann wird einem klar, wie wichtig dieser Mechanismus ist. Wir sind sehr oft gezwungen oder meistens gezwungen, Informationen zu übernehmen, die uns andere Leute darbieten, andere Personen darbieten, in der Arbeitswelt, in der Privatwelt, ohne dass wir überprüfen können, woher diese Informationen stammen, wie diese Informationen hergeleitet wurden, was eigentlich die Evidenzen waren, was eigentlich die Datenlage war und so weiter und so fort. Das Ganze nennt sich funktionierende Unsicherheitsabsorption. Ein etwas sperriger Begriff, aber ich glaube, er prägt unseren Alltag wie nichts anderes. Das Problem, was wir haben, wir werden permanent mit Behauptungen konfrontiert. Ich treffe sehr oft recht meinungsfeste Personen, die mir irgendwas präsentieren, eine Meinung, eine Behauptung, und ich einfach sagen muss, ja, kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weiß ich auch nicht besser darüber Bescheid, wird wohl so sein, bis ich mir die Mühe mache, vielleicht nachzulesen. Aber in der sozialen Situation an sich bin ich oftmals eigentlich hilflos der Behauptung ausgeliefert. Jetzt gilt das Ganze natürlich auch für Politik, auch eines der wichtigen Themen hier am ITAS, Politikberatung, wie funktioniert das eigentlich? Politik kann nicht einfach nur Meinungswissen produzieren und anhand eines Normenkanons, der parteipolitisch organisiert ist, entscheiden. Politik muss auch immer auf besonders markiertes Wissen zurückgreifen. Ich habe das hier mit dem Stempel markiert, wissenschaftlich geprüft. Das habe ich auf irgendeiner Webseite gefunden, die irgendwie die Wirksamkeit von Cremes und ähnlichen Dingen belegen wollten. Das wurde dann einfach mit so einem Symbol gemacht, wissenschaftlich geprüft. Politik ist auch darauf angewiesen, permanent bei wichtigen Entscheidungen, nicht nur, weil es sich einfach um Spezialwissen handelt, ständig auf wissenschaftliche Politikberatung zurückzugreifen. Und das Wichtige daran ist immer, dieses Schema der politischen Politikberatung genauer zu betrachten. Was Isabel Kusch herausgearbeitet hat in einem Buch zur Politikberatung, es geht darum, dass die Entscheidung im politischen System verbleibt und auch so zugerechnet wird. Aber das Wissen hat eine externe Referenz. Das Wissen kommt von außerhalb. Ist eine Art von externer Absicherung der eigenen politischen Prozesse. Und da fangen die Schwierigkeiten an. Raffaele Hillerbrand hat es gerade ganz wunderbar vorgeführt, was es mit wissenschaftlichem Wissen auf sich hat. Und wir müssen uns nochmal ganz kurz anhand der drei Begrifflichkeiten Daten, Informationen, Wissen vor Augen führen. Das sind drei verschiedene Dinge. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wissenschaft geht von einem Stand aus, Stand des Wissens, von Theorien über etwas, über ein Phänomen, zum Beispiel Klimaentwicklung,
und hat eigene Theorien, Konzepte, Konstruktionen, Modelle und versucht anhand dieser Modelle Beobachtungen durchzuführen, Daten zu generieren und zu messen und zu beobachten. Das, was dabei rauskommt, macht nur Sinn, wenn man das in eine Relation setzt. Also die theoretische Annahme, die Hypothese, die Vermutung leitet an, Daten zu interpretieren, die an sich erstmal indifferent sind. Und nur durch die Rückbindung an die These, an die Hypothese, an die Vermutung hat das Ganze überhaupt einen Informationswert. Es kommt eine Bestätigung, eine Widerlegung. Wir sind überrascht über Ergebnisse oder eben nicht. Das ist erstmal ganz neutral, das Ergebnis von Wissenschaft, und hat nichts mit Entscheiden zu tun. Das, was dann an Informationen, an wissenschaftlichen Informationen, an wissenschaftlichen Studien, an wissenschaftlichen Ergebnissen kommuniziert wird, ist dann auf der anderen Seite, wenn man jetzt runtergeht auf die Seite der Entscheidung, erstmal nur eine fast unübersichtliche Datenlage. Also all die Publikationen sich jetzt anzuschauen zum Klimawandel, ist sehr anstrengend. Die Menge der Informationen, die Wissenschaft generiert, ist für diejenigen, die Entscheidungen treffen wollen, erstmal nur eine Datenlage. Diese Datenlage muss im Grunde genommen dann wieder anhand eigener Erwartungen ausgewertet werden. Es müssen Selektionen stattfinden, es muss gültiges von ungültigem Wissen, hilfreiches von nicht hilfreichem Wissen aussortiert werden, und das kann eine Information darstellen. Und schlussendlich, wenn man das Ganze dann zugrunde legen möchte für weitere Entscheidungen, für das weitere Tun, dann kann man vielleicht von Wissen sprechen, vor allem wenn es zeitlich etwas stabiler ist, auch von anderen geteilt wird. Aber da baut es eben noch weitere Mechanismen zu. Vertrauen und Autorität sind zwei Dinge, die ich da kurz benannt habe, die ich kurz erläutern möchte. Also, was man dann sieht, das sind zwei inkongruente Perspektiven. Jetzt einen richtigen Knopf finden, Wissenschaft und Entscheidung. Wenn man dieses Blatt in der Mitte durchschneidet, das war die Intention mal, dann sieht man, das überlappt einfach nicht. Es ist keine lineare Beziehung von der Wissensgenese in der Wissenschaft zu dem Entscheidungsverhalten außerhalb der Wissenschaft. Das war mein Versuch, über Jahre das Ganze mal darzustellen. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist, Sie werden es mir gleich sagen. Wir kommen zur Autorität. Der Wissenschaft wird immer Autorität zugeschrieben. Was heißt denn das eigentlich, Autorität? Man darf es nicht verwechseln mit Macht. Ich glaube, die Macht-Autorität-Debatte in den 60ern hat sehr viel für Verwirrung gestiftet. Autorität hat etwas damit zu tun, dass wenn man Wissen nachfragt bei irgendjemandem, bei einer Person, bei einer Organisation, dass man das, was man dann gesagt bekommt, entgegennimmt und unterstellt, dass es weiter ausgeführt werden könnte. Und weil man unterstellt, dass es weiter ausgeführt werden könnte, unterlässt man die Nachfrage. Autorität ist eine Art von Beschleunigungsmechanismus von Kommunikation. Es unterbindet das permanente Nachfragen. Das passiert in der Politik auch, bin ich mir ganz sicher, nur nicht in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit wird natürlich alles kritisch gesehen, alles kritisch hinterfragt, und es wird natürlich dem anderen in der Politik keine Autorität zugeschrieben. Selten. Weil ich vermute mal, in den Gremien, in den nicht öffentlichen Interaktionen sieht das anders aus. Aber es gibt natürlich auch Formen der Autorität, die wichtig sind in der Lehre, zum Beispiel an der Universität. Kleine Kinder unterstellen in keinerlei Hinsicht Autorität, die fragen immer nach, was auch gut ist. Irgendwann werden sie vielleicht eingeschüchtert, was dann wieder schlecht ist. Aber trotzdem ist es auch ein Alltagsaspekt, der eine große Rolle spielt, weil es zeitlich und ressourcenmäßig eher aufwendig ist, wenn man permanent alles hinterfragt. Das zweite ist natürlich Vertrauen. Und da geht es nicht nur um Vertrauen in Personen, denen ich vielleicht Autorität unterstellen kann, sondern es geht auch Vertrauen in Systeme, in etwas Größeres, Abstrakteres. Und Vertrauen in Wissenschaft ist immer eine wichtige Frage, die auch ganz gerne untersucht wird. Und jetzt sind gerade Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers veröffentlicht worden. Und dort wurde auch eben diese Frage gestellt, wie sehr vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung? Und da gibt es immerhin eine Hälfte, die sich sehr unsicher ist, ob sie das tun soll. Ich als Soziologe kann wieder fragen, haben die das ordentlich gemacht mit der Befragung?
Vertrauen ist ein sehr schwieriges Konzept. Es manifestiert sich eigentlich immer in der Tat selbst. Wenn ich den Flieger besteige, vertraue ich dem ganzen System des Ingenieurssystems, der Überwachung, der technischen Überwachungsvereine, wer auch immer dahinter steckt, um diesen Flugverkehr am Laufen zu halten. Das, ich kann vorher sagen, ich vertraue dem Ganzen, wenn ich aber nie fliege, kann sich das nicht so richtig manifestieren. Wenn ich aber fliege, wenn ich diese Technik nutze, dann ist Vertrauen eigentlich erst gegeben, dann manifestiert sich Vertrauen, wenn ich jemandem Geld leihe, wenn ich was auch immer mache, Verträge unterzeichne. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, es macht einen Riesenunterschied, ob ich jemanden frage, ob sie vertrauen, also das ist eine Methodenkritik, die ich jetzt hier vollführe, oder ob jemand etwas tut. Das empirische Untersuchen von Vertrauen ist sehr schwierig. Da wären wir schon wieder beim Zweifel. Aber es werden ganz interessante Gründe angegeben, die wurden auch untersucht, warum nicht vertraut wird. Und es geht offensichtlich nicht so sehr darum, dass den Kompetenzen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht vertraut wird, also dass sie zu häufig Fehler machen, sondern im Grunde genommen hängt es damit ab, dass unterstellt wird, Wissenschaft sei nicht mehr neutral, ist finanziert, alimentiert, auch von interessenorientierten Unternehmen zum Beispiel. Deshalb kann Forschung schon nicht mehr ganz die neutrale Quelle sein, die wir uns alle hoffen. Und das zweite ist ein wissenschaftsinternes Problem. Wissenschaft steht auch unter Druck, Ergebnisse zu liefern, und zwar gute Ergebnisse, überraschende Ergebnisse, spektakuläre Ergebnisse. Und viele Wissenschaftler unterlegen der Versuchung, die Ergebnisse, die Interpretation, die Daten so ein bisschen den eigenen Erwartungen anzupassen. So ist die Unterstellung. Also auch hier wird nicht mehr ganz vertraut, dass Wissenschaft eine Position des neutralen Beobachters in der Gesellschaft hat, die wirklich ganz nach strengen Beobachtungsregeln vorgeht. Das Ganze ist so ein bisschen unentschieden, also man weiß auch gar nicht, was das bedeutet. Leben wir jetzt unsicherer, handeln wir anders, werden Entscheidungen anders getroffen, das kann man natürlich solch einer Studie nicht entnehmen. Aber zumindest gibt es da mal eine Datenlage, das ist ja auch interessant. Und Misstrauen ist, denke ich mal, gerade in diesen Zeiten ein wichtiger Mechanismus. Raffaella hat damit ja geendet. Wir sind permanent mit Behauptungen konfrontiert. Behauptungen haben erstmal, vor allen Dingen, wenn sie in der Öffentlichkeit vorgenommen werden, einen unglaublichen Tempovorsprung. Sie sind einfach schnell und sie sind sehr schwer zu widerlegen oder es ist sehr mühselig, sie zu widerlegen. Und das jetzt wissenschaftlichen Erkenntnissen, wo sich viele Wissenschaftliche einig sind, öffentlich diskreditiert werden, ist ja nichts anderes, auch erstmal eine Behauptung, dass es anders sei. Und die Wissenschaft hat gar nicht, sagen wir mal, dass die Möglichkeiten, die Kommunikationsmöglichkeiten, die Geschwindigkeitsmöglichkeiten, um diese Behauptungen sehr schnell wieder zu widerlegen. Also man kann erstmal was in die Welt reden und dann ist es sehr schwierig, das wieder rauszubekommen. Und deswegen ist Misstrauen eine wichtige Funktion, hat auch eine handlungsaktivierende Funktion, genau wie Vertrauen, bloß in die andere Richtung. Man versucht, andere Quellen zu finden, man versucht, sich der Situation zu entziehen und anderes. Also das Spannende an der Debatte ist, dass wir aufgrund der Komplexität der Problemlagen, mit denen wir uns beschäftigen in der Wissenschaft, eigentlich darauf angewiesen wird, dass wir immer komplizierteres und selbst auch wieder komplexes Wissen produzieren müssen. Das aber, wie Raffaella Hillerborn schon zu Recht gesagt hat, mit hohen Unsicherheiten behaftet ist. Gleichzeitig wird aufgrund dieser Unsicherheiten Wissenschaft diskreditiert. Gleichzeitig wird sehr viel behauptet, sehr viel Meinung gemacht. Und wir müssen alle misstrauisch bleiben, was dort geredet wird, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Der kritische Blick, doch wieder, ne? Die Kritik. Aber der kritische Blick ist nicht immer sympathisch, das ist nicht immer leicht und gut, damit ende ich erstmal. Vielen Dank für diese
Darstellung der Unsicherheitsabsorption und was für eine Rolle Autorität und Vertrauen in diesem Zusammenhang spielt. Jetzt kommen wir noch zu einem Positivbeispiel, nachdem es jetzt so viel Misstrauen und Zweifel gab. Eine Institution, die das Vertrauen vielleicht genießt des Bundestags, die auch eine gewisse Art von Autorität hat, würde jetzt Konstanze Scherz vorstellen, nämlich das TAP. Das sind ja viele Vorschusslorbeeren. Ich gebe mein Bestes. Ja, im dritten Teil des heutigen Abends soll es jetzt um Wissen und Beratung gehen. Wie kann Beratung angesichts dessen, was wir heute Abend gehört haben, überhaupt funktionieren? Und wie dieses Bild zeigt, Wissenschaft und Politik haben sehr wohl etwas gemeinsam. Sie kämpfen damit, Probleme zu lösen. Das Problem ist jetzt aber nun, dass beide, die politische Sphäre, die wissenschaftliche Sphäre, dies mit unterschiedlichen Logiken tun. Die Politik muss Entscheidungen treffen, auch zu möglichen Entwicklungen, deren Ergebnisse nicht gewusst werden können, da sie in der Zukunft liegen. Die Wissenschaft stellt für diese politischen Entscheidungen sehr wohl Wissen zur Verfügung, im besten Fall faktenbasiert, mit wissenschaftlichen Methoden also erarbeitet, methodisch fundiert und aufbereitet. Diese finden dann in Prognosen oder Szenarien, ja sogar in Visionen, Ausdruck, alles wissenschaftlich Methoden. Die gegenseitige Enttäuschung der Politik und der Wissenschaft scheint vorprogrammiert. Nun möchte ich in den nächsten 15 Minuten Ihnen eine Institution vorstellen, die heißt TAP. TAP ist die Abkürzung für Büro für Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag und wird seit 27 Jahren vom ITAS, diesem Institut also hier in Berlin, betrieben. Mein Ziel ist es, ein paar wichtige Kriterien herauszuarbeiten, die dazu beitragen, dass Politiker, in diesem Fall, das ist jetzt unser Beispiel, Abgeordnete des Deutschen Bundestages uns, also den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, vertrauen. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Gut. Also, das TAP wurde 1990 gegründet und wird von Anfang an vom ITAS betrieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn wir müssen uns alle 5 Jahre neu auf die Betreibung dieser Institution auch bewerben. Seit 2013 kooperieren wir bei der Betreibung des TAPs mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, dem ITZ, das ist einem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin, sowie mit dem VDI, VDE, dem Ingenieuren. Was Sie hier auf der Folie sehen, sind 3 Bilder, die einfach kurz einen Einblick geben sollen, wen wir da beraten. Also es ist die Beratung für den Bundestag. Sie sehen das Plenum. Wir beraten nicht die Regierung. Wir beraten ausschließlich den Bundestag. Und unser Ansprechpartner und direkter Auftraggeber der Themen ist der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. So heißt er tatsächlich, hieß er jedenfalls bis zur letzten Bundestagswahl. Und das ist das Bild hier unten, so sieht dann so ein Ausschussraum aus, das ist im Paul-Löbe-Haus dort. Und auf der rechten Seite sehen Sie meine Kolleginnen und Kollegen, die dauerhaft auch in Berlin in einem Büro außerhalb des Bundestages sind. Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Fragen wir uns zunächst, warum? Warum gibt es das überhaupt? Wir hören einen kurzen Auszug aus einer Parlamentsdebatte, die vor 2 Jahren anlässlich des 25. Geburtstages des TAPs stattgefunden hat, also aus dem Plenum. Es spricht die Ausschussvorsitzende Patricia Lips. 20 Jahre wissenschaftliche Politikberatung oder, um den offiziellen Titel zu nennen, Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Warum? Warum eigentlich? Alle Fraktionen waren, und ich glaube, jeder Abgeordnete natürlich auch selber, waren und sind der gemeinsamen Auffassung, dass der Deutsche Bundestag über das bestmögliche Wissen verfügen sollte, um als Gesetzgeber den vor allen Dingen rasch voranschreitenden wissenschaftlich-technischen Wandel gestalten zu begleiten.
Und es gab und gibt durchaus eine Vielzahl von Räten, Weisen, Kommissionen, Interessensvertretern und vielem anderen mehr, die uns Expertisen hierfür zur Verfügung stellen. Der Deutsche Bundestag verfügt darüber hinaus seit jeher auch über Beratungsinstrumente wie Enquete-Kommissionen, Anhörungen oder auch den Wissenschaftlichen Dienst, um Expertisen für die Arbeit der Gremien, aber auch die individuellen Mandatsaufgaben seiner Abgeordneten einzuholen. Damals wie heute gab und gibt es also eher selten den Politiker, der zu wenig Beratung erfährt, ob er will oder nicht. Zumeist jedoch handelt es sich bei den beschriebenen Einrichtungen oder Untersuchungen um einzelne, inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Projekte, losgelöst voneinander und auch nicht automatisch eingebunden in die Abläufe des parlamentarischen Betriebes, so wertvoll sie im Einzelnen oft auch sind. Angesichts neuer Dimensionen, und ich sage das bereits gerade, technologischer Entwicklungen mit allen ihren potenziellen Auswirkungen, waren sich deshalb alle Fraktionen einig, das vorhandene Instrumentarium um ein kontinuierlich arbeitendes Gremium zu ergänzen. Es ging und geht dabei um eine Instanz, die Entwicklungen für die parlamentarischen Prozesse koordiniert, aufarbeitet und entsprechend darstellt, die ihre Aufträge, ganz wichtig, unmittelbar auch aus den Gremien des Deutschen Bundestages erhält und die bereits in der Entwicklung der Themen im ständigen Dialog mit den Parlamentariern arbeitet. Der Bundestag sollte über das bestmögliche Wissen verfügen, um den rasch voranschreitenden technischen Wandel gestaltend zu begleiten, so Frau Lips. Diese Erkenntnis bestand bereits vor 20 Jahren, als sich der Bundestag das erste Mal eben mit der Frage beschäftigte, ob es sinnvoll sein könnte, so eine beratende Einrichtung wirklich zu institutionalisieren. Der Institutionalisierung waren immerhin zwei Enquete-Kommissionen vorausgegangen. Das sind langwierige und auch wiederum expertengetriebene Gremien. Aber die zweite Enquete-Kommission war insofern erfolgreich, als dass es zu einer Beschlussempfehlung an den Deutschen Bundestag kam. Und diese Begründung habe ich Ihnen hier abgedruckt. Die Dynamik des technischen Fortschritts, hieß es damals, ist eine der Grundvoraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit unseres Landes, für die Sicherheit unserer natürlichen Lebensgrundlagen und für die Lösung globaler Menschheitsprobleme. Neue Technologien können aber auch nicht beabsichtigte und unerwünschte Folgen für Mensch und Natur haben. Der Deutsche Bundestag muss dazu beitragen, Chancen neuer Technologien zu nutzen und Risiken zu vermeiden. Dazu gehört sowohl die Gestaltung der Rahmenbedingungen des technischen Fortschritts als auch die Beteiligung am sozialen Dialog. Die politische Debatte über Wissenschaft und Technik soll irrationale Haltungen abbauen, sowie Orientierung und Vertrauen stärken. Die Begründung, wie sie hier steht, beinhaltet, wie ich finde, mehrere sehr interessante Aspekte. Aspekte, die ganz unterschiedliche Dimensionen dessen betreffen, was Politikberatung leisten sollte. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell. Das ist zum einen die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit. Das also vor 30 Jahren als nationales Interesse formuliert. Ich denke, das würde sich heute noch 1:1 auch so finden. Die Lösung globaler Menschheitsprobleme. Wenn man es positiv interpretieren will, gibt es zumindest mal einen Hinweis darauf, dass die Erkenntnis besteht, dass wir bei bestimmten Problemen unserer Gesellschaft nicht alleine eine Lösung finden und umsetzen können. Es geht dann aber in diesem zweiten Teil dieser Begründung um diese unerwünschten Folgen für Mensch und Natur. Und das ist in der Zeit wirklich spannend. Vorausgegangen war, historisch gesehen, in der Bundesrepublik eben die Zeit der Anti-Atomkraft-Bewegung, die Erkenntnisse, dass eben Technikfolgen entstehen, die so ursprünglich nicht intendiert waren.
Und schließlich soll es darum gehen, irrationale Haltungen abzubauen. Also mindestens die Empfindung dafür, dass Entscheidung nicht nur Ratio ist und damit die Arbeit und die Autorität der Politiker auch untergraben könnte, wurde hier erkannt. Um diesen zugegebenermaßen ambitionierten Zielen gerecht zu werden, wurde also eine Institution geschaffen, das TAP. Wie arbeitet das TAP? Auftraggeber, ich sagte es schon, ist der Deutsche Bundestag. Der Ausschuss legt zum Legislaturbeginn, also alle 4 Jahre, die Themen fest, mit denen sich das TAP dann beschäftigen soll und berät dann auch die Abschlussberichte, die das TAP abgibt. Adressaten der Studien sind neben den Abgeordneten unterschiedliche Ausschüsse, also es sind nicht nur die dieses einen Ausschusses, sondern alle Abgeordneten, deren Mitarbeiter, die Mitarbeiter der Fraktionen, der wissenschaftliche Dienst. Die Berichte werden dann im Ausschuss, in dem für uns zuständigen Ausschuss, abgenommen, daraufhin ins Plenum eingespeist und werden, wenn das Plenum die Abstimmung, also es angenommen hat, es zur Kenntnis genommen hat, auch zur Bundestagsdrucksache. Das sind Dinge, die kann jeder sich angucken, sich per Post zuschicken lassen oder im Internet nachlesen, immer öffentlich. Die TAP-Arbeitsberichte erscheinen außerdem im Print und online und können von jedem Interessierten kostenfrei auch beim Büro für Technikfolgenabschätzung in Berlin angefordert werden. Zu welchen Themen arbeiten wir nun? Also diese Themenvorschläge kommen aus den einzelnen Fraktionen, teilweise auch von einzelnen Abgeordneten. Und es ist tatsächlich so, dass da manchmal ein ganz bunter Haufen und Strauß an Themen da ist, wo man durchaus bei den ersten Vorschlägen auch die Parteizugehörigkeit erahnen kann. Aber die Beauftragung erfolgt nur, wenn alle im Bundestag vertretenen Fraktionen sich auf das Thema einigen. Dazu gibt es sogenannte Berichterstatter, nämlich von jeder Fraktion einer, die in direktem Austausch mit dem TAP stehen und über die sachliche und politische Relevanz des Themas beraten und sich dann im Konsens festlegen. Es gibt über die letzten Jahre, Jahrzehnte eine leichte Tendenz, dass vor allem zu Themen Energie, Ressourcen und Umwelt gearbeitet wurde, aber alles in allem, zumal die Berichte auch unterschiedliche, wie sagt man, Umfänge haben und Intensitäten dahinter liegen, alles in allem finde ich die Themen relativ ausgeglichen. Derzeit scheint es eine Tendenz zu geben, also in der laufenden Legislatur, die digitalen Themen vor allen Dingen in den Mittelpunkt zu stellen. Und so sehen Sie hier auf der Folie also Projekte, eine Auswahl an Projekten, mit denen das TAP sich derzeit beschäftigt. Bei allen diesen Themen erhofft sich die Politik also eine Vermittlung wissenschaftlichen Wissens, das auf neuesten Forschungsergebnissen natürlich beruht und faktenbasiert ist. Die Institutionalisierung des TAP als wissenschaftliche Beratungseinrichtung und die Art und Weise, wie es arbeitet, bezeichnet Norbert Lammert auf dem Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des TAP als, Zitat, eine Innovation für unser Entscheidungssystem. Also er spricht aus der Politikerperspektive dessen, der entscheiden muss. Ich finde den folgenden Videoausschnitt, den ich Ihnen gleich vorspiele, aber auch deshalb interessant, dass Herr Lammert auch deutlich macht, dass Politiker der Wissenschaft nicht, Zitat, letzte Wahrheiten abverlangen können. Ich gratuliere allen denjenigen, die damals die Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht haben, ausdrücklich zu dieser wichtigen Innovation für unser eigenes Beratungs- und Entscheidungssystem. Weil aus vielen Gründen, die ich nicht nochmal vortragen muss,
wir schon gar bei Entwicklungen, die wir selber weder veranlasst haben, noch in ihren Dimensionen verlässlich übersehen können, wir den externen Sachverstand dringend brauchen. Und gleichzeitig sollten wir uns dabei bewusst sein, dass wir der Wissenschaft auch nicht die letzten Wahrheiten und Gewissheiten abverlangen können, die es schon gar in den Themen regelmäßig nicht gibt, wo wir sie am liebsten hätten. Also Politiker, zumindest die Politiker dieses Ausschusses, mit denen ich in den letzten Jahren auch zusammenarbeiten durfte, scheinen den TAP-Studien zu vertrauen. Lassen Sie mich abschließend die Kriterien benennen, die meiner Ansicht nach dazu führen, dass es diese Art von Vertrauen gibt. Also jeder Studie, die wir machen, jedem Bericht, den wir machen, liegen unterschiedliche und mehrere Expertisen anderer zugrunde. Wir bekommen ein Budget, was unsere eigenen Mitarbeiter finanziert. Aber der andere Teil des Budgets, genau gleich groß, muss von uns ausgegeben werden für die Beauftragung von Wissenschaftlern aus anderen Institutionen, die uns dann Gutachten liefern und mit diesen teilweise hunderten von Seiten dicken Gutachten fängt dann eigentlich erst die eigentliche Arbeit des TAPS an. Wir suchen nämlich das heraus, also es findet durchaus eine Selektion statt, die als Antwort auf die von den Parlamentariern gestellte Frage hilfreich sein könnte. Dabei bewerten wir nicht. Dabei geben wir auch die Quellen an. Aber wir führen zusammen und wählen eine Sprache in unserem Bericht, von der wir meinen, dass sie der Nichtwissenschaftler auch versteht. Verschiedene Quellen und Einschätzungen werden gegenübergestellt, abgewogen. Das sagte ich schon zu Beginn. Wir arbeiten auch nicht seit Anbeginn, aber seit 15 Jahren mit unterschiedlichen Konsortialpartnern zusammen. Den Bedürfnissen der einzelnen politischen Parteien wurde damit durchaus auch Rechnung getragen. Es scheint so zu sein, dass manche Wissenschaftsorganisationen als SPD naher gelten als andere. Und es scheint auch welche zu geben, die als CDU näher gelten als andere. Das ist etwas, das ich selbst nicht bestätigen kann, aber das ist etwas, was ich wahrgenommen habe in meinen Gesprächen mit den Politikern. Und so komme ich zum Fazit. Am Beispiel des TAPS lautet mein Fazit, dass hier in diesem besonderen institutionellen Gefüge Unsicherheiten sehr wohl absorbiert werden können, und zwar durch spezifische, ich nenne es TA-Mechanismen der Politikberatung. Und dazu zählen meiner Meinung nach die Punkte, die ich hier nochmal auf die Folie geschrieben habe. Gewissheiten benötigen Aushandlung und Zeit. Wir machen grundsätzlich keine Ad-hoc-Beratung. Wenn am Anfang einer Legislatur beauftragt wird, dann nehmen wir uns die Zeit, Expertisen einzuholen und nach im Schnitt 1,5 bis 2 Jahren geben wir die Studien ab. Das hat natürlich zur Folge, dass wir manchmal mit dem Vorwurf konfrontiert sind, wir wären nicht rechtzeitig genug, wir hätten etwas nicht rechtzeitig in den politischen Beratungsprozess eingespeist. Die Themenbeauftragung findet, wie gesagt, im Konsens aller Parteien statt. Das ist sehr wichtig für die Vertrauensbildung und nachher auch für die Rezeption der Ergebnisse. Die Kontinuität der Mitarbeiter, dass die so langjährig dort dabei sind, hat zur Vertrauensbildung beigetragen, dass man eben auch weiß, den kann ich auch mal anrufen. Er wird mir dann zwar trotzdem nur sagen, die Studie ist noch nicht fertig, aber das ist wichtig, dass auch der Politiker den Ansprechpartner hat. Wir sind grundsätzlich interdisziplinäre Projektteams. Das garantiert nicht nur, dass wir unterschiedliche disziplinäre Perspektiven einbringen, sondern auch dadurch wird die Vielfalt der Methoden und der Herangehensweisen abgewogen und die Studie ist ausgewogen auch in methodischer Hinsicht.
dass wir die Expertise Dritter einbeziehen, hatte ich bereits gesagt. Ja, jetzt werden Sie sich vielleicht noch fragen, und wie ist der Impact tatsächlich, wie sind die Wirkungen tatsächlich? Hat so eine TAP-Studie tatsächlich mal die Entwicklung einer neuen Technologie befördert oder verhindert? Kam es durch den Bericht des TAPs dazu, dass bestimmte Einschränkungen bei der grünen Gentechnologie veranlasst wurden oder nicht? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Man müsste große Studien und Untersuchungen machen, um herauszufinden, welche Zitate aus TAP-Berichten eventuell wortwörtlich in Beschlussvorlagen reingegangen sind. Wir wissen auch nicht, wir können nicht in die Köpfe der einzelnen Politiker gucken, die vielleicht liest die CDU-Abgeordnete die ersten 20 Seiten, weil da die technische Entwicklung beschrieben wird, und der linke Abgeordnete liest die Seiten 30 bis 40, weil dort die Risiken eher ausgeführt werden und zitiert entsprechende Stellen. Das ist methodisch hochanspruchsvoll. Und mehr als über Gefühle kann auch ich da leider nicht sprechen. Vielen Dank.